Archi Caluaruro Amarillo für die Chili Challenge 2024. Ihr seht, sie steht im Freiland. Ich hatte mal einen anderen Plan, nämlich die in einen großen Topf zu pflanzen und bin dann irgendwie davon weggekommen. Eine wunderschöne Pflanze, die wirklich wahnsinnig schöne Früchte macht. Zum Vergleich, hinten ist noch die Lila Luzi, auch die macht wunderbare Früchte. Ich liebe die einfach optisch schon. Und ja, das wird ganz sicher keine Gewinnerpflanze. Ihre Höhe, ich schätze mal aktuell 45 cm oder so. Aber sie ist sehr schön und da bin ich sehr stolz darauf. Also das ist Update Nummer 4. Was soll ich dazu sagen? Ich habe hier in die Erde nicht Pferdemist, sondern Rindermist eingearbeitet, ein bisschen Dünger. Und sonst habe ich nichts gemacht. Auch die Pflanze hat von Erdflöhen und Schneckenbefall alles miterlebt. Hat sich sehr gut erholt jetzt mittlerweile und trägt eben wunderbare Früchte. So viel zum Update Nummer 4.